Herzlich willkommen zu Folge 310 des FAZ Einspruch Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 21. August 2024. Mein Name ist Finn Hohenschwert und mir zugeschaltet ist mein Kollege Patrick Barners. Hallo, Herr Barners. Hallo, Herr Hohenschwert. Trotz Sommerloch war seit der letzten Podcast-Folge juristisch wieder sehr viel los. Zum einen hat der BGH am Dienstag sein Urteil im Revisionsverfahren gegen die 99-jährige ehemalige Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof verkündet. Dazu führe ich ein Interview mit dem ehemaligen Strafrechtsprofessor Heiner Alwart. Und zum anderen hat das Bundesverwaltungsgericht in der vergangenen Woche das Verbot des Kompaktmagazins gekippt. Jedenfalls vorerst, muss man dazu sagen. Herr Barners und ich werfen einen genaueren Blick auf die Entscheidung und erklären die rechtlichen Hintergründe. Ja, und dann ist wieder einmal Zeit für einen Literaturtipp. Ich habe mich mit einem Autor unterhalten, eines Buches, was kürzlich in der FAZ besprochen wurde. Tim Henning, ein Philosoph, hat ein Buch geschrieben über ein Thema, was auch schon für einigen Streit und den einen oder anderen Rechtsstreit auch in unteren Instanzen gesorgt hat in der letzten Zeit. Sein Buch trägt den Titel Wissenschaftsfreiheit und Moral. Und wie immer gibt es am Ende der Folge unser gerechtes Urteil. Diese Woche mal keine Entscheidung aus Karlsruhe, sondern vom Oberlandesgericht Oldenburg. Darin geht es um die Frage, wie wahrheitsgemäß eigentlich eine Google-Bewertung von Anwälten sein muss und wie sich Anwälte gegen schlechte Bewertung wehren können. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Leipzig hat am Dienstag das Urteil gegen die ehemalige Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof bestätigt. Irmgard F. war vom Landgericht Itzehoe im Jahr 2022 wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen und Beihilfe zum versuchten Mord in 5 Fällen zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt worden. Hiergegen hatte sie Revision zum BGH eingelegt, die dieser jetzt verworfen hat. Damit ist das Urteil jetzt also rechtskräftig. Über dieses sicherlich historische Urteil spreche ich jetzt mit Heiner Alwart. Er ist emeritierter Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und hat zu dem Verfahren auch einen Gastartikel bei FAZ Einspruch geschrieben. Hallo, Herr Professor Alwart. Ja. Ehe wir in die juristische Analyse einsteigen, sollten wir uns, glaube ich, noch einmal kurz mit den historischen Hintergründen vertraut machen. Mindestens 65.000 Menschen wurden im Konzentrationslager Stutthof in der Nähe von Danzig ermordet. Die mittlerweile 99 Jahre alte Irmgard F. hat dort zwischen Juni 1943 und April 1945 als Sekretärin des Lagerkommandanten Paul Werner Hoppe gearbeitet. Dort soll sie laut Anklage den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von jüdischen Gefangenen, polnischen Partisanen und sowjetrussischen Kriegsgefangenen Hilfe geleistet haben. Rund 77 Jahre später, im Dezember 2022, ist sie deswegen vom Landgericht Itzehoe verurteilt worden. Herr Alwart, jetzt ist es ja so, dass es zu NS-Verbrechen, leider muss man ja wirklich ganz deutlich sagen, nicht wirklich viel Rechtsprechung gibt. Die juristische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Deutschland war ja alles andere als ein Erfolg. Ja. Einige Urteile hat es dann aber doch gegeben, in denen sich dann die Gerichte mit der strafrechtlichen Verantwortung auseinandergesetzt haben. Und in jüngerer Vergangenheit stachen da insbesondere die beiden Prozesse gegen den Lageraufseher Demjanjuk und den sogenannten Buchhalter von Auschwitz, Oskar Gröning, im Vordergrund. Ja. Ja, können Sie uns vielleicht einmal zunächst losgelöst vom Fall Irmgard F. erklären, welche juristischen Fragen im Vordergrund bei diesen NS-Strafrechtsprozessen stehen und wie sich die Rechtsprechung da entwickelt hat? Ja, also sehr gerne. Der 5. Strafsenat hat sich ja in diese Linie hineinbegeben. Und der Hauptpunkt ist eben der, dass man nicht mehr einen konkreten Tatnachweis für den einzelnen dort eingebundenen Täter oder Gehilfen brauchte, sondern dass es genügte, gewissermaßen die Karteikarte zu finden, wo er oder sie dort tätig war. Und das genügte dann, um zu einer Verurteilung zu kommen. Und das ist im Grunde eine Linie, die Fritz Bauer in den 60er Jahren festgelegt hat oder erfunden hat, die sich aber nicht durchgesetzt hat, sondern man verlangte auch, bezogen auf Vernichtungslager, verlangte man einen konkreten Nachweis dessen, was dort geschehen ist und was der Einzelne dort getan hat. Und diese Rechtsprechung verlängert jetzt dieses Urteil
auch in Bezug auf Lager, die nicht reine Vernichtungslager sind, sondern die eben als Konzentrationslager auf andere Weise für Menschen lebensgefährlich und vernichtend war. Ja, Sie haben schon gesagt, es kommt in dem Verfahren im Fall Irmgard F. auch auf die Einordnung als Vernichtungslager an. Denn der Urteilsverkündung des BGH am 20. August ist ja eine Revisionshauptverhandlung am 31. Juli vorausgegangen. Ja, und dass es eben zu so einer Hauptverhandlung kommt, ist ja beim BGH doch eher selten. Der Generalbundesanwalt hatte das hier aber beantragt, weil die Revision der Angeklagten grundsätzliche Fragen zur Strafbarkeit wegen Beihilfe zum Mord durch die Dienstverrichtung in einem Konzentrationslager, das nicht zugleich ein reines Vernichtungslager gewesen sei, aufwerfe. Können Sie vielleicht noch mal darauf näher eingehen? Also warum spielt diese Einordnung juristisch eine Rolle? Ja, das ist eben die Frage, ob sie juristisch eine Rolle spielt. Mir ist jetzt im Grunde klar geworden, dass die Einschränkung doch nicht ohne Bedeutung ist. Denn der Anknüpfungspunkt damals in den Auschwitz-Prozessen war eben dieses schreckliche Vernichtungslager, der industrielle Massenmord, der Zivilisationsbruch, der in allem steckt. Und der Strafsenat hat jetzt also gesagt, man kann es ein bisschen weicher nehmen, diese Begrenzung. Zwar war Stutthof zeitweilig dann auch zum Vernichtungslager geworden, aber das sei letztlich irrelevant. Auch das Konzentrationslager zeichnete sich dadurch aus, dass es Menschen letztlich, ja, man könnte jetzt wieder sagen, vernichtet hat, also lebensgefährlich behandelt hat bis zum Tode. Nur man öffnet natürlich damit die Grenze auch in Richtung Kriegsgefangenenlager, in Richtung von allen möglichen und verlässt etwas diesen Zivilisationsbruchsgedanken des industriellen Massenmordes in so einem Vernichtungslager wie Auschwitz. Verstehe. Und welche Rechtsfragen waren jetzt in diesem Revisionsverfahren? Denn das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Der Fall vor dem oder das Verfahren vor dem BGH war ja eben die Revision im Fall Irmgard F. Das heißt, das Gericht überprüft das Urteil nur noch auf Rechtsfehler. Der Sachverhalt steht also fest. Es werden keine neuen Beweise erhoben. Ja. Welche individuellen oder ganz konkreten Rechtsfragen haben sich denn jetzt in Bezug auf Irmgard F. gestellt? Und wie hat hier vielleicht auch die Verteidigung von Irmgard F. bezogen auf Sie argumentiert? Ja, also die Verteidigung hat eben gesagt, dass sich nicht konkret genug feststellen lässt, was Irmgard F. genau getan hat. Es wurde ja immer auch darauf Bezug genommen, dass es im Grunde keinerlei Schriftstücke gibt, wo man genau beweisen kann, dass die auf ihre Person zurückführbar sind. Wie wenig präzise Vorstellungen wir haben, zeigt sich im Grunde auch daran, dass mal von der Stenotypistin, mal von der Sekretärin und mal von der Chefsekretärin gesprochen wird. Also indem da diese Weichen gestellt wurden in Richtung auf eine konkrete Betrachtung von Irmgard F., fällt eben auf, dass wir wissen, dass sie irgendwie in ein arbeitsteiliges Geschehen eingebunden war, aber eine konkrete Verbindung zwischen ihrem Tun und dem Tun des Kommandanten in Bezug auf konkrete Taten konnte ja nicht festgestellt werden. Und es ist eben diese Tendenz, die dann eben von dem Auschwitz-Prozess und Fritz Bauer herkommt, dass es bei dieser Makrokriminalität auch nicht darauf ankommt, weil eben das letztlich auch meistens gar nicht möglich ist. Und trotzdem die Menschen, auch die unteren Rädchen im Getriebe, sich nicht der Verantwortung sollen entziehen können. Was, denke ich, auch vielen Nichtjuristen an dem Verfahren aufgefallen ist, ist ja, dass die heute 99-jährige Irmgard F. nach Jugendstrafrecht verurteilt worden ist. Können Sie uns vielleicht einmal kurz erklären, woran das liegt? Ja, das liegt einfach daran, dass eben der Tatzeitpunkt relevant ist. Man muss allerdings dazu sagen, dass es solch ein hybrides Verfahren, so eine Mischung aus Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht, gibt es eigentlich in der StPO gar nicht. Wenn sie jetzt auch Jugendliche gewesen wäre, sie ist ja als Heranwachsende nach Jugendstrafrecht behandelt worden, aber wenn sie wirklich durchgängig Jugendliche gewesen wäre, dann hätte zum Beispiel das Verfahren wäre nicht öffentlich gewesen. Und dann würde man aus den Grundrechten wahrscheinlich herleiten, dass es ein großes öffentliches Interesse gibt. Aber eine genaue Überlegung, wie solche Fälle zu behandeln sind, sind jedenfalls in der StPO nicht niedergelegt. Ja, ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ich denke, der Vollständigkeit halber sollte man hier kurz anmerken, dass Irmgard F. zum Tatzeitraum 18 und 19 Jahre alt war. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass über die Person Irmgard F. im Vorfeld viel berichtet worden ist, was auch an ihrem Verhalten rund um den Strafprozess gegen sie liegt. Ja. Jetzt war es ja so, dass am ersten Prozesstag vom Landgericht Itzehoe berichtet wurde, dass sie in einem Taxi aus ihrem Altersheim in Quickborn nach Hamburg geflohen sei, wo sie anschließend per Haftbefehl gesucht und schließlich gefunden und dann erst ins Gerichtsgebäude gebracht wurde. Und auch während des dann stattfindenden Prozesses hat sie sich knapp zu den Vorwürfen gegen sie geäußert. Sie sagte, es tue ihr leid, was alles geschehen sei und dass sie es bereue, dass sie zu der Zeit in Stutthof war. Ja. Also ein wirkliches Eingeständnis der persönlichen Schuld klingt ja anders. Herr Albert, vielleicht noch eine Anmerkung. Sie waren ja selber auch im Gerichtssaal, sowohl bei der Revisionsverhandlung als auch bei der Urteilsverkündung. Vielleicht können Sie noch mal von Ihren Eindrücken dort schildern. War die Angeklagte selbst vor Ort und hat sie dort auch noch mal die Gelegenheit gehabt, sich zu den Taten zu äußern? Nein, die Angeklagte war nicht vor Ort. Sie braucht auch nicht zu kommen. Es wäre natürlich interessant gewesen, wie sich das Gericht vielleicht dann der Angeklagten auch zugewandt hätte, wenn sie da in ihrem Rollstuhl mit 99 Jahren im Gerichtssaal gesessen hätte. Das fand nicht statt. Die Angeklagte war eben letztlich nicht so sehr von Interesse, sondern es ging eben mehr um die Nebenkläger und natürlich um das Leid der Opfer. Obwohl natürlich das Strafrecht vom Ansatz her eigentlich der Verdachtsklärung in Bezug auf das angeklagte Individuum gewidmet ist. Das ist richtig, dass die Irmgard F. in Itzehoe damals am ersten Prozesstag nicht erschienen ist. Nach meiner Erinnerung ist sie allerdings dann auch kurzfristig in Untersuchungshaft gekommen. Mhm. Und da hat ja so ein Gericht die Möglichkeit und dann saß die, ich weiß nicht, in ein paar Nächte, glaube ich, in Untersuchungshaft. Jetzt gibt's ja eine Grundsatzdebatte zur Legitimität von solchen späten NS-Verfahren, die jetzt wie im Fall Irmgard F. 77 Jahre nach den vorgeworfenen Tathandlungen eben erst vor Gericht verhandelt werden. Einige hinterfragen die Sinnhaftigkeit solcher Verfahren und argumentieren eben, dass die Justiz jahrzehntelang die Verbrechen auf höherer Ebene nicht verfolgt hat und man dies jetzt eben nicht dadurch kompensieren könne, dass jetzt wenige Jugendliche von damals, die eher auf unterer Ebene eingesetzt wurden, bestraft werden. Sie selbst sehen diese Prozesse ja auch eher kritisch und haben in ihrem Gastbeitrag auf FAZ Einspruch geschrieben, dass möglicherweise eine dritte Schuld drohe. Was genau meinen Sie damit? Ja, also das ist natürlich letztlich eine Fundamentalkritik an dieser Rechtsprechung, auch an dem Urteil des Strafsenats gestern. Es ist jetzt im Grunde so, die Situation, der Strafsenat hat gestern dieses ganze Verfahren auf die Schiene einer in Anführungszeichen normalen Beihilfe gerückt. Also er hat zwar betont, dass die Beihilfe mit dem Hilfeleisten zu einer Haupttat ein ungeheuer weiter Begriff sei, der begrenzt werden müsse, aber es hat die Begrenzung nicht gesehen, die eigentlich darin steckt, dass der kollektive Zusammenhang vorhanden ist. Zu Fritz Bauers Zeiten war es eben so zu sehen, dass er sagte, wir müssen möglichst viele einbeziehen. Es waren so viele Schuldige in der Arbeitsteilung und wir können das nicht im Einzelnen nachweisen. Und indem wir Einzelne anklagen, ist im Grunde auch das Kollektiv mit angeklagt, obwohl es nicht natürlich als solches angeklagt werden kann. Aber die Angehörigen dieses Kollektiv mussten befürchten, auch ihrerseits zur Rechenschaft gezogen werden. Und dieser kollektive Aspekt reduziert natürlich in gewissem auch die Schuld des Einzelnen, der vor Gericht gezogen wird. Ich meine, die Irmgard F. als Stenotypistin im Alter von 18 Jahren indoktriniert, hätte sie Unrechtsbewusstsein erlangen müssen angesichts des Schreckens, das sie umgab. Das wird man mit Sicherheit dann wohl sagen müssen. Aber da sind eben sehr viele Aspekte drin, wo man sich auch vorstellen kann, dass so eine Angeklagte dann irgendwo frustriert ist, dass sie als Einzige da herausgepickt wird. Und darum glaube ich, dass die dritte Schuld jetzt darin besteht, dass wir versuchen, das Unterlassen in die Verdrängung der Schuld, dass wir so in den 60er Jahren, dass wir das jetzt heute korrigieren wollen und es doch nicht können. Also, sondern im Gegenteil uns eigentlich wieder schuldig machen, indem wir rechtsstaatliche Grundsätze nicht ernst nehmen. Und ich wundere mich, dass auch Rechtsexperten sagen, ja, es wird ohne konkreten Tatnachweis verurteilt. Da sollten einem eigentlich sich die Haare sträuben, ne?
Aber könnte man da nicht ganz streng juristisch argumentieren, dass eben gerade unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten solche Verfahren geführt werden müssen? Denn ein Blick ins Strafgesetzbuch in § 78 Absatz 2 sagt ja ganz klar, dass Mord nie verjährt. Also das war eine ganz klare gesetzliche Vorgabe an die Justiz, ja, auch trotz etwaiger Versäumnisse in der Vergangenheit immer weiter zu ermitteln. Ja, aber wir wollen jetzt nicht über den Sinn dieser Verjährungsvorschrift sprechen, die da eingeführt worden ist. Ob die klug war, steht auf einem anderen Blatt, die Unverjährbarkeit einzuführen. Aber wir sprechen jetzt im Grunde über Fragen der Zurechnungslehre. Und die sind vorgelagert. Also, das hat mit Verjährung eigentlich nichts zu tun. Der Sinn, den Fritz Bauer in den 60er Jahren verknüpfte mit der Verfolgung von NS-Tätern, der lässt sich heute nicht mehr erreichen, weil es die gar nicht mehr gibt. Die sind weitgehend verstorben. Und insofern leben wir in einer anderen Gesellschaft. Und insofern passt es nicht. Und insofern müssten wir das als Begrenzung für die Beihilfestrafbarkeit einsetzen, dass wir nicht plötzlich diese Lücke im kollektiven Bereich dadurch ausfüllen, dass wir die Beihilfe ins Uferlose wachsen lassen. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Und das darin steckt für mich die dritte Stütze. Sie steckt für mich auch darin, dass zu viele, glaube ich, schweigen. Es gibt auch eine passive Ungerechtigkeit, dass man Ungerechtigkeit in einer Justiz und Gesellschaft nicht kritisiert. Das ist auch ungerecht, das ist passiv ungerecht. Zum Beispiel ich als Rechtswissenschaftler fühle mich irgendwie verpflichtet, diese Kritik anzubringen. Was aber, denke ich, auch noch eine ganz wichtige Rolle in der Debatte spielt, ist die Perspektive der Opfer und der Gesellschaft. Ja. Ist es denn nicht auch so, dass diese Strafprozesse eine Art, ja, eben das Bedürfnis gerade von Opfern stillen, Aufklärung und Gerechtigkeit wiederherzustellen? Ist das nicht möglicherweise auch eine ganz, ganz wichtige Legitimationsgrundlage sozusagen für diese Grundsatzfrage, ob man diese Prozesse überhaupt führt, ob man Ermittlungsverfahren auch Jahrzehnte später einleitet? Sehr, sehr guter Hohnschwert. Das ist in der Tat zu fragen. Nur, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass natürlich hier die Auswahl unter den Opfern ganz zufallsbedingt ist. Wo haben wir noch jemanden, in welchem Konzentrationslager? Es gibt natürlich eine Fülle noch von überlebenden Opfern, die jetzt nicht in so einen Prozess eingebunden werden können, weil sie nicht zu der Zeit in dem Konzentrationslager waren, wo jetzt die Angeklagte etwa tätig war. Und wenn man wirklich an die Opfer denkt, dann muss man doch auch keinen Strafprozess machen. Man könnte doch ein Erinnerungsforum machen und könnte das anders organisieren und könnte fragen, wer will dran teilnehmen? Und dann könnte man sich für die früheren Versäumnisse der Justiz entschuldigen. Es wird ja jetzt immer betont, wir wollen gar nicht bestrafen. Es soll, sagen ja auch die Opfer, auf Strafe kommt es uns nicht an, sondern es kommt auf die Erklärung, dass es Schuldige gab. Und warum soll das so eklektizistisch gehandhabt werden? Es gäbe auch Alternativen. Und ich möchte eins noch sagen. Versöhnung, die findet ja eigentlich auch anders statt als durch diese ganze Rhetorik, der man jetzt begegnet. Wenn Sie sich vorstellen, etwa vom Deutschen Akademischen Austauschdienst nach 1990, junge Leute, die nach Russland oder in die Ukraine gegangen sind, da geforscht haben, da in Familien gelebt haben, die noch spät unter den Folgen der Invasion Deutschlands da gelitten haben, die in wesentlich größerer Armut lebten als das erholte Deutschland nach dem Wirtschaftswunder. In solchen Gesprächen und in solchen Begegnungen findet meines Erachtens zum Beispiel Versöhnung statt. Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass man wirklich auf solche Strafverfahren angewiesen ist, um Dinge zu erreichen, die irgendwo auch vom Herzen kommen müssen. Ja, das war Heiner Alwart, emeritierter Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Mit ihm habe ich über das Urteil des BGH im Revisionsverfahren gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. gesprochen. Vielen Dank, Herr Alwart. Ja, vielen Dank, Herr Hohenschwert. Ein harter Schlag gegen die rechtsextremistische Szene. So bezeichnete Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihre Verbotsverfügung gegen das Kompaktmagazin. Das Verbot hat vor allem unter Juristen für Aufregung gesorgt. Das Magazin selbst ist dann wenig überraschend auch gerichtlich gegen das Verbot vorgegangen und hat jedenfalls vorerst auch einen Sieg vor dem Bundesverwaltungsgericht errungen. Bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren ist das Kompaktverbot jetzt nämlich erst einmal außer Vollzug gesetzt. Herr Banas, Kompakt ist ja eine Zeitschrift, die bis zu ihrem Verbot den meisten eher unbekannt gewesen sein dürfte. Was und wer genau steckt eigentlich dahinter?
Ja, so ein Feuilleton-Redakteur wie ich, werden Sie wahrscheinlich denken, der muss dann trotzdem informiert sein, auch über eher obskure Ecken des Zeitschriftenmarktes. Ich glaube, auch der eine oder andere unserer Hörer wird dem Magazin schon mal begegnet sein. Denn wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, dann geht man ja vielleicht in den Zeitschriftenladen im Bahnhof. Und dort gibt's ja auch ein Angebot politischer Magazine. Und da, da ragt dann dieses Kompaktmagazin schon mit seinen martialischen Schlagzeilen und mit einer meistens schwarzen und sehr düster gestalteten, mit dem Titellayout eben schon heraus. Und auch ohne es aufzuschlagen, sieht man eigentlich direkt, es ist ein Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es bietet Verschwörungstheorien aller Art und erreichte mit diesem Programm immerhin nach eigenen Angaben zuletzt eine Auflage von 40.000 Exemplaren. Man musste nicht zum Bahnhofskiosk gehen. Bis zum Verbot konnte man kompakt auch online lesen. Und außerdem gab es von der Redaktion eine tägliche Sendung auf YouTube, die immerhin bis zu 100.000 Aufrufe erreichte. Kompakt ist so ein Typ von Magazin, wo man eigentlich fast sagen kann, es ist ein Ein-Mann-Betrieb. Stark geprägt von seinem Chefredakteur Jürgen Elsässer. Das ist ein Mann, der in den letzten Jahren, insbesondere dann auch während der Pandemie und überall dort, wo gezündelt werden kann gegen die Regierenden und gegen unser ganzes politisches System, der immer wieder aufgefallen ist mit öffentlichen Provokationen. Und ganz interessant ist dann doch auch seine Biografie, denn bevor er ein Sprachrohr der rechtsextremistischen Szenen und doch ziemlich professionell auch publizistisch betreut hat, stand er einmal ganz links. Also er, das gibt's ja immer wieder mal so in der politischen Geschichte, dass Leute dann diese sogenannte Hufeisentheorie, dass die Extremismen doch mehr miteinander gemeinsam haben als mit der verfassungstreuen Mitte, auch im eigenen Leben beglaubigen. Und so jemand ist Jürgen Elsässer, der also sozusagen die heutige Linkspartei auch mal von ganz links außen kritisiert hat, aber inzwischen ganz rechts steht, wobei er immer noch dann auch so Sprüche klopft, die dann sozusagen in gewissem Sinne auch links anschlussfähig sind. Also etwa hat er sich im vergangenen Jahr im Oktober in Gera auf einer Veranstaltung mal dafür ausgesprochen, tatsächlich einen eigenen Staat namens DDR wieder aufzurichten, allerdings dann nicht von einem Staatsratsvorsitzenden geführt, sondern von einem Reichskanzler. Und er hatte auch einen Personalvorschlag. Ein Reichskanzler schwebte ihm vor in Gestalt von Björn Höcke. Ja, und inhaltlich muss man sagen, dass das Kompaktmagazin mit seinen Artikeln ja durchaus überwiegend ein völkisch-nationales Narrativ angestimmt hat und stark minderheitenfeindliche und auch teils ziemlich obskure verschwörungstheoretische Inhalte verbreitet hat. Besonders, wie Sie eben gesagt haben, gegen die sogenannte Lügenpresse, gerne auch gegen die Bundesregierung oder gegen Ausländer. Ja, das Magazin wurde aus den genannten Gründen von Nancy Faeser am 16. Juli deswegen verboten. Rechtsgrundlage für diese Verbotsverfügung war Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes und Paragraph 3 des Vereinsgesetzes. Denn danach darf allein der Bundesinnenminister bzw. die Bundesinnenministerin einen bundesweit agierenden Verein unter anderem dann verbieten, wenn er sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet. Und obwohl Kompakt ja meint, wir lebten eigentlich schon in einer Diktatur, ist die Redaktion respektive die Kompakt Magazin GmbH, die Adressatin des Verbots war, natürlich doch jetzt auch vorgegangen gerichtlich gegen das Verbot. Sie hat einmal Klage erhoben, und zwar direkt vor dem Bundesverwaltungsgericht, das nämlich in dieser Angelegenheit als erste und auch letzte Instanz zuständig ist. Und zugleich hat die GmbH auch einen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gestellt. Und in diesem zweiten Verfahren haben die Leipziger Richter nun am 14. August zugunsten von Kompakt entschieden, was Jürgen Elsässer dann auch sofort in den sozialen Medien mit dem Öffnen einer Flasche Champagner gefeiert hat.
Ja, es kann gut sein, dass er sich möglicherweise zu früh gefreut hat und er diese Flasche Champagner bald wieder sozusagen warm stellen muss und kein zweites Mal trinken kann, wenn es zu einer Hauptsacheentscheidung kommt. Denn bei dieser Entscheidung handelt es sich, und das muss man, glaube ich, nochmal klarstellen, wirklich um eine vorläufige Entscheidung, also nicht um die endgültige Entscheidung in der Hauptsache. Das Eilverfahren soll nämlich nur den Zustand bis zum endgültigen Urteil klären. Und ganz konkret zielte eben dieser Antrag, den das Kompaktmagazin bzw. die Kompaktmagazin GmbH gestellt hat, darauf ab, den Betrieb des Magazins für die Dauer des Hauptsacheverfahrens fortführen zu dürfen. Und das haben die Leipziger Richter dem Magazin jetzt eben gestattet. Ja, und damit haben sie uns für unseren Podcast doch sehr, sehr interessanten Stoff geliefert. Denn dieses Verbot berührt ja eine Reihe spannender Rechtsfragen, die auch sogleich eine heftige Diskussion in der Öffentlichkeit ausgelöst haben. Man hat dann eben doch gesehen, dass auch einige bekannte liberale Juristen von vornherein auch Bedenken geäußert haben. Ein besonders meinungsfreudiger liberaler Jurist, der stellvertretende Präsident des Bundestages und stellvertretende Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, hatte zum Beispiel sofort gefordert, dass die Bundesministerin zurücktreten müsse, sollte das Verbot gerichtlich aufgehoben werden. Aber jenseits dieser politischen Komponente, mit der eben doch, wie immer man jetzt zu Kubicki steht, auch das Risiko, natürlich das politische Risiko, was die Innenministerin eingegangen ist, mit diesem Verbot benannt wird. Ja, jetzt wollen wir uns doch auch mal diesen juristischen Fragen zuwenden. Welche konkreten Rechtsfragen sind das denn, die sich im Fall Kompakt stellen? Ja, das sind gleich eine ganze Reihe verschiedener Rechtsfragen. Zum einen wird nämlich rechtlich angezweifelt, ob die Bundesinnenministerin überhaupt für das Verbot zuständig war. Das Verbot von Kompakt sei nämlich laut einiger Kritiker de facto gar kein Vereinsverbot, sondern ein Zeitungsverbot durch die Hintertür des Vereinsrechts. Ja, und für das Presserecht sind aber nun mal die Länder und nicht der Bund zuständig. Daneben wurde aber auch kritisiert, dass das Verbot selbst bei unterstellter Zuständigkeit der Bundesinnenministerin unverhältnismäßig sei, weil sie eben die Meinungs- und Pressefreiheit gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes nicht hinreichend berücksichtigt habe. Ja, und schließlich wird angezweifelt, ob die redaktionellen Inhalte des Kompaktmagazins das Verbot überhaupt in der Sache rechtfertigen können. Denn Voraussetzung für ein Vereinsverbot ist nicht nur eine verfassungsfeindliche Haltung des betreffenden Vereins, sondern der Verein muss diese Inhalte auch in einer aggressiv-kämpferischen Form verbreiten. Jetzt ist es ja so, dass die Nichtjuristen unter uns, viele von uns, vielleicht doch etwas überrascht waren, als sie diese Nachricht gehört haben. Die Bundesinnenministerin hat eine Zeitschrift verboten unter Rückgriff auf das Vereinsrecht. Unter Vereinen stellt man sich Leute vor, die in ihrer Freizeit einem gemeinsamen Hobby nachgehen. Und gut, wenn das Hobby ist, den Rechtsstaat zu untergraben und vielleicht beseitigen zu wollen, man sich da regelmäßig trifft, entsprechende Planungen anstellt, vielleicht schon Taten ausheckt, dass ein solcher Verein dann mit einem Verbot rechnen muss, darauf wäre man vielleicht vorbereitet. Ja, hier konnte zumindest eben der Laie darüber stolpern, dass auch die GmbH, die hier diese Zeitschrift herausgibt und die erst einmal ja den Zweck hat, das ist der Hauptzweck, vielleicht sogar der einzige Zweck eben dieser GmbH, dieses Magazin zu verlegen, dass dafür das Vereinsrecht dann einschlägig sein soll. Ja, wie hat das Bundesverwaltungsgericht nun zu diesen strittigen Rechtsfragen entschieden? Und fangen wir vielleicht an mit dieser Frage. Das Vereinsrecht, ist das problematisch aus Leipziger Sicht, dass es hier angewandt worden ist? Ich denke, das kann man mit einem ganz klaren Nein beantworten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich relativ knapp dazu geäußert und eben gesagt, dass keine Zweifel an der Anwendbarkeit des Vereinsrechts bestünden. Das Vereinsverbot sei ein Instrument präventiven Verfassungsschutzes und könne als solches grundsätzlich auch gegenüber Medienorganisationen erlassen werden. Ja, und das Bundesverwaltungsgericht hat auch relativ knapp dargestellt, dass in formeller Hinsicht keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Verbotsverfügung bestünden. So richtig spannend wird es in dem Beschluss dann erst bei der materiellen Prüfung des Vereinsverbots. Hier hat das Gericht nämlich Zweifel an der Rechtmäßigkeit angemeldet, die dann schlussendlich auch der Grund dafür sind, warum Kompakt seinen Betrieb jetzt erst einmal fortführen darf. Ganz konkret hat das Gericht nämlich gesagt, dass es zwar Anhaltspunkte dafür gibt, dass einzelne Publikationen von Kompakt gegen die Menschenwürde verstoßen,
Auch deutet vieles darauf hin, dass Kompakt mit seiner Rhetorik eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen einnehme. Ja, aber Zweifel bestünden dann eben doch an der Verhältnismäßigkeit des Verbots. Also ob betreffende Passagen wirklich alleine ausreichen, um den dann doch sehr gewichtigen Eingriff in die Meinungs- und Pressefreiheit in Artikel 5 Grundgesetz zu rechtfertigen. Die Richter wiesen dann auch ausdrücklich darauf hin, ja, dass man eben mildere Mittel stärker hätte in den Blick nehmen müssen, dass mildere Mittel möglicherweise naheliegender gewesen seien als ein Vereinsverbot. Die Richter haben dazu auch ganz konkrete Vorschläge unterbreitet. Zum Beispiel hätte man presse- und medienrechtliche Maßnahmen gegen einzelne Publikationen in Erwägung ziehen können. In Betracht wären auch Veranstaltungsverbote gekommen oder Äußerungsverbote oder andere Versammlungsverbote. Diese Teile des Urteils sind natürlich dann auch für uns und unsere Kollegen in der Redaktion der FAZ und in der Presse überhaupt schon besonders interessant. Und man hat, glaube ich, schon auch gesehen in der Berichterstattung der vergangenen Wochen, dass so unsympathisch uns allen, sage ich jetzt mal sehr pauschal, jetzt jemand wie Chefredakteur Elsässer ist, dass die Frage, wann ist eben ein Presseerzeugnis selber verfassungswidrig und zu verbieten und was gibt es da für Mittel, dann doch auch Leute interessiert, hoffentlich natürlich auch Leser, die überhaupt keine Sympathie für das Organ haben, das jetzt hier im Mittelpunkt dieses Falles steht. Vom Grundgesetz gibt es da ja auch die ganz klare und historisch ja nun auch wirklich besonders wichtige Aussage, dass eine Zensur nicht stattfindet. Und das heißt eben eigentlich, dass keine inhaltliche Bewertung und kein inhaltlich begründetes aus dem Verkehr ziehen von Presseerzeugnissen durch die Regierung stattfinden kann. Und da ist dann ja dieser Hinweis, den das Gericht gibt, es hätte auch möglicherweise Alternativen gegeben zu einem Gesamtverbot, besonders interessant, weil einerseits das ja auf der Hand liegt, das wäre jetzt das mildere Mittel zu sagen, diese eine Ausgabe, die darf nicht mehr verbreitet werden, denn da stand dieser verfassungsfeindliche Artikel drin. Aber dann geht eben mal wieder hin und macht im nächsten Monat dann eine nicht verfassungsfeindliche Ausgabe. Es ist aber in der Diskussion auch schon angemerkt worden, dass möglicherweise hier die Alternative, so eine Art Mikroprüfung, Artikel für Artikel, wird dann durchgegangen. Und in jedem Monat müsste die Redaktion sich fragen, ja, kommt diesmal unser Magazin wohl durch? Dürfen wir es ausliefern? Darf es an den Bahnhofskiosken wieder angeboten werden? Dass eine solche Mikroprüfung vielleicht im Gegenteil dann sogar de facto auf die Zensur hinauslaufen würde, die es ja nicht geben kann, sodass es dann vielleicht doch für alle Seiten klarer wäre, grundsätzlich zu sagen, das, was hier angeboten wird, ist eben doch als Ganzes so, dass es eigentlich nicht Teil einer der freien, sich auf Grundrechte berufenden Presse sein kann. Aber wichtig ist natürlich auch hier, das war jetzt vielleicht schon ziemlich weitgehend, was ich da so ein bisschen als spekulative Linie ausgezogen habe, wichtig ist natürlich auch hier der Hinweis, dass wir es einstweilen nur mit vorläufigen Einschätzungen des Gerichts zu tun haben. Also auch hier bei der Abwägung zwischen dem Vereinsrecht oder dem Verfassungsschutz durch Vereinsrecht einerseits und dem Presserecht der Meinungsfreiheit andererseits, ist es möglich, dass das Gericht im Hauptsacheverfahren dann zu einem anderen Ergebnis kommen wird. Dieses Hauptsacheverfahren kann aber durchaus mehrere Jahre dauern. Und das, was jetzt im Eilverfahren beschlossen worden ist, hat allein dadurch natürlich schon eine hohe Praxisrelevanz. Herr Wunschwert, wie ist es eigentlich? Ich habe gesagt, als Laie war man überrascht, dass hier die Bundesinnenministerin gegen ein Presseerzeugnis mit dem Vereinsrecht vorgegangen ist. Ja, die Richter in Leipzig höchstwahrscheinlich, aber auch Sie waren jetzt nicht so überrascht. Es wird ja in der Vergangenheit doch auch schon Fälle gegeben haben, die vergleichbar sind. Und die jetzt dann von Juristen und auch natürlich vor allem von den Richtern des Bundesverwaltungsgerichts herangezogen werden konnten, um Orientierung hier in dieser Frage zu gewinnen. Ganz genau so ist es. Es hat im Jahr 2020 eine sehr interessante Entscheidung des ebenfalls Bundesverwaltungsgerichts gegeben, das ja für diese Verfahren allein zuständig ist und auf das sich jetzt das Bundesverwaltungsgericht in dem Eilverfahren auch ganz konkret bezogen hat. In der Sache ging es damals um ein Verbot von links unten in die Media.
Das Verbot hat damals noch der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière ausgesprochen. Hintergrund waren die Krawalle am Rande des G20-Gipfels im August 2017. Ja, und die linksextreme Gruppe, die hinter dem Portal stand, hatte damals auch sich sozusagen darauf berufen, journalistisch zu arbeiten und sich eben auf die Presse- und Meinungsfreiheit berufen. Und in der damaligen Entscheidung schrieben die Richter ganz klar, dass Vereine eben auch solche Organisationen sein können, deren Zweck in der Verbreitung von Nachrichten und Meinungsbeiträgen bestehen. Ja, und diese Entscheidung dürfte auch ganz maßgeblich der Grund dafür sein, warum die Richter des Bundesverwaltungsgerichts jetzt eben in diesem Eilverfahren relativ knapp und sicher die Anwendbarkeit des Vereinsrechts im Fall Kompakt bejaht haben. Zwischenzeitlich hatte Elsässer auch demonstriert, dass selbst wenn das Verbot Bestand haben sollte, ihm noch etwas einfällt. Er hat dann eine Kopie dieses Magazins unter dem provokativen Titel Nancy online verbreitet. Es wird also weiter spannend bleiben, auch politisch natürlich, welche Funken hier Kompakt für sein politisches Projekt hier aus diesem Rechtsstreit mit der Bundesrepublik Deutschland schlagen wird. Wir werden das selbstverständlich verfolgen und Sie bei Einspruch und im Podcast über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten. In der Literaturrubrik des Einspruch-Podcasts freue ich mich, heute wieder einmal ein Gespräch mit einem Autor führen zu können. Und zwar ist es Tim Henning, Professor für Philosophie an der Universität Mainz. Er hat im Surkamp Verlag kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wissenschaftsfreiheit und Moral. Dieses wurde kürzlich in der Rubrik Neue Sachbücher der FAZ von Uwe Justus Wenzel besprochen. Guten Tag, Herr Henning. Hallo. Herr Henning, Ihr Buch ist im sicher immer noch wichtigsten intellektuell-wissenschaftlichen Verlag der Bundesrepublik erschienen, bei Surkamp. Und es hat ein besonders reizvoll gestaltetes Cover. Es ist eigentlich so ganz klassisch und streng. Surkamp ist ja bekannt dafür, Tradition noch des legendären Designers Willi Fleckhaus, der auch für die FAZ, für unser Magazin früher das Layout entworfen hat, dass das Layout eigentlich immer streng ist, zumal bei wissenschaftlichen Büchern und Typografie für sich selbst sprechen soll. Und so ist es eigentlich auch bei diesem knallroten, signalfarbig roten Umschlag, der steht eigentlich nicht mehr drauf als Ihr Name, der Verlagsname und dann natürlich weiß der Titel Wissenschaftsfreiheit und Moral. Aber der Witz ist, dass das eine Wort Wissenschaftsfreiheit ganz oben steht und dann kommt eine rote leere Fläche und dann ganz unten links neben dem Verlagsnamen steht und Moral. Das heißt, zunächst mal wird da nahegelegt, Wissenschaftsfreiheit und Moral oder vielleicht auch Wissenschaft und Moral sind so weit entfernt voneinander, wie man das sich nun vorstellen kann. Jetzt habe ich Ihr Buch aber so verstanden, dass da eigentlich noch so ein hintergründigerer Witz sich nochmal verbirgt hinter dieser Covergestaltung, dass nämlich, wenn man Ihr Buch liest, man dann doch erfährt, Wissenschaft und Moral sind sich in gewissem Sinne näher als gedacht. Wie viele andere Leute auch, erlebe ich, dass mich mitunter wissenschaftliche Thesen oder wissenschaftliche Positionen irgendwie, in einer Weise anfassen, die nicht nur theoretisch ist, sondern die mich irgendwie moralisch beunruhigen oder moralisch auf die Palme bringen. Und gleichzeitig fällt es mir aber insbesondere als Philosoph schwer zu sehen, was denn Moral eigentlich in Fragen der Wissenschaft und in der Bewertung von wissenschaftlichen Thesen verloren haben könnte. Deswegen ganz genau, ja, der Umschlag bringt ganz gut diese Spannung, glaube ich, rüber, die mich auch umgetrieben hat. Es gibt manchmal Situationen an Universitäten, wo sogar die Polizei gerufen wird, um Wissenschaftsfreiheit dann in Form von Veranstaltungen des universitären Lehrbetriebs noch garantieren zu können, dass diese Veranstaltungen noch abgehalten werden können. Wissenschaftsfreiheit muss geschützt werden gegen Übergriffe der Moral, gegen ein moralisches Urteil, das, wenn es durchgreift, dann nur zum Schaden der Wissenschaft ausgehen kann. Ihre grundsätzliche Analyse des Verhältnisses von Wissenschaft und Moral gibt ja nun durchaus auch Gründe,
diese Sicht der Dinge, wie sie etwa vom Netzwerk Wissenschaftsfreiheit vertreten wird, nicht von vornherein für völlig abwegig zu halten. Ganz im Gegenteil. Wann immer ich mich mit bestimmten grundsätzlichen Fragen befasse und wenn ich mir auch nur die grundsätzlichen Statements beispielsweise des Netzwerks ansehe, da finde ich da zunächst einmal auch gar nicht so viel Anstößiges drin. Problematisch wird es dann eher, wenn man sich die Praxis des Netzwerks anguckt. Aber das, glaube ich, ist schon eine Abstraktionsstufe niedriger. Und generell muss ich aber sagen, dass ich das durchaus auch finde, dass die Wissenschaftsfreiheit ein hohes Gut ist und dass es sich jedenfalls zunächst einmal verbietet, mit allzu direktem Moralisieren auf WissenschaftlerInnen einwirken zu wollen. Sie sprechen da von der Gefahr eines moralistischen Fehlschlusses. Jetzt kennen auch diejenigen von uns, glaube ich, die nicht Philosophie studiert haben, die Philosophie aus populären Darstellungen oder vielleicht aus dem Schulunterricht kennen den naturalistischen Fehlschluss. Also, dass man nicht aus einer Aussage über die Natur, über das, was ist, etwas über das Sollen ableiten kann. In Analogie zu diesem naturalistischen Fehlschluss sprechen Sie jetzt von diesem moralistischen Fehlschluss. Wo tritt der denn auf bei unserem Thema? Der tritt immer dann auf, wenn wir umgekehrt versuchen, eine Tatsachenaussage abzuleiten aus einer Aussage darüber, wie die Dinge sein sollen. Wenn wir also ganz vereinfacht gesprochen, wenn wir beschließen, dass etwas Bestimmtes nicht der Fall sein kann, einfach weil es nicht zu unserer Vorstellung davon passt, wie die Dinge sein sollen. Unter anderem befasse ich mich mit Thesen, wie sie hierzulande Thilo Sarrazin bekannt gemacht hat, wo es darum geht, ob bestimmte demografische Gruppen genetisch bedingt einen geringeren durchschnittlichen IQ haben. Und wann immer man sowas liest, und auch ich bin so ein bisschen zu diesem Thema gekommen, meldet sich eigentlich unmittelbarer Widerspruch an. Und man denkt direkt, oh, das kann nicht stimmen, sowas, das muss doch Charlatanerie sein, da muss es doch einen Fehler geben. Und die einzige Grundlage, die ich jedenfalls für solche Reaktionen habe, zunächst einmal, ist eigentlich, dass es nicht zu meinem moralischen Verständnis davon passt, wie Gesellschaften organisiert sein sollten, was eine gerecht eingerichtete Gesellschaft ist und wie eine ideale Gesellschaft aussähe. Und das würde ich sagen, und das würde ich mir dann selber entsprechend ankreiden müssen, das geht zu schnell. Ja, zu beschließen, dass das, was Leute wie Sarrazin sagen, nicht sein kann, nur weil es nicht zu dem eigenen moralischen Verständnis passt. Da würde ich, auch wenn ich es nicht gerne tue, aber Herrn Sarrazin recht geben, der Schluss geht zu schnell. Das ist so wunderbar präzise, Sie das darlegen und eben auch dann mit diesem Begriff moralistischer Fehlschluss, der auch selber, denke ich, so das Zeug hat, dass man ihn sich eben gut merken kann. Das ist noch nicht, so würde ich jetzt für unsere Hörer sagen, das ist noch nicht der Clou Ihrer Argumentation. Denn der Clou, und wir sollten tatsächlich gleich, damit man sich das auch wirklich vor Augen führen kann, auch das eine oder andere Ihrer praktischen Beispiele noch zu sprechen kommen, der Clou ist, dass Sie dann doch sagen, es gibt so etwas wie eine Art von, eine Zone, in der es auch sein kann, dass das moralische Denken und das wissenschaftliche Denken eigentlich parallel laufen und eine zunächst einmal moralische Argumentation gar nicht im Widerspruch zu der wissenschaftlichen steht und sogar hilfreich sein kann, auf der wissenschaftlichen Seite sozusagen selbst das Aussichtsreiche bis hin zum Triftigen noch etwas stärker formuliert, einer wissenschaftlichen Hypothese, Fragestellung und so weiter zu behandeln, sodass dann eben doch diese beiden Sphären aus von Ihrem Buchtitel sich ganz nahe kommen und Moral eben doch etwas zu sagen hat, auch in der Sphäre der Wissenschaft. Ja, wie kommt man jetzt dahin? Das ergibt sich, wenn man sich fragt, wie genau man denn von den Rohmaterialien des wissenschaftlichen Arbeitens, also von Belegen, Argumenten, von Daten zur Begründung einer bestimmten Hypothese gelangt. Wenn man herausfinden will, ob etwas Bestimmtes der Fall ist und man sammelt Daten, dann hat man, wenn es gut läuft, Daten gefunden, die diese Hypothese stützen. Aber man kann sich ja nicht beim erstbesten Vorkommnis einer positiven Datenlage bereits entspannt zurücklehnen und behaupten, die Hypothese sei bereits ausreichend gerechtfertigt. Sondern man muss sich fragen, naja, wann habe ich denn genug Daten gesammelt? Wann sind meine Belege so gut, dass ich tatsächlich diese Hypothese als etwas hinreichend gut Belegtes oder hinreichend gut Bestätigtes präsentieren kann? Und die Frage, wann Daten und Argumente und Belege hinreichend gut sind für eine Hypothese. Ich argumentiere nämlich in dem Buch, dass die Frage, wann die Belege für eine Hypothese hinreichend sind, dass das zum Teil auch eine Frage des praktischen Handelns und des rationalen Handelns ist. Nämlich die Frage, sind die Belege, die ich habe, so gut, dass ich mich auf diese Hypothese
im Handeln verlassen könnte. Dass es praktisch ratsam wäre, so zu handeln, als wäre diese Hypothese wahr. Das heißt, dass auch die Frage, die vermeintlich reine erkenntnistheoretische oder wissenschaftliche Frage, sind meine Belege gut genug für diese Hypothese, dass die etwas zu tun hat mit der Frage, naja, sind diese Belege so gut, dass ich mich im Handeln auf sie verlassen könnte? Und das merkt man, das erstmal in allererster und einfacher Näherung, das merkt man zum Beispiel daran, dass wir, wenn wir an Kernreaktoren und an Impfstoffe oder an Massenvernichtungswaffen denken, da fällt uns sofort ein, Zusammenhänge, in denen wir Informationen gesucht haben, in denen unsere Bewertung dieser Informationen aber ganz entschieden davon abhing, ob die uns hinreichend belastbar für einen praktischen Kontext zu sein schienen. Und damit schlägt dann auch die Stunde der Wahrheit für die Wissenschaftler oder Publizisten, die einen idealistischen Begriff von Wissenschaft vertreten, der einfach auch zu naiv ist, indem diese praktische Seite, die auch schon Teil der Erkenntnisgewinnung ist, eben überhaupt nicht hineinkommt. Ja, und solchen Leuten kann man dann eben vorhalten, es genügt nicht zu sagen, ich bin ja nur an der Wahrheit interessiert. Ich will einfach nur rausfinden, wie es wirklich ist. Und da haben Sie dann ja verschiedene Thesen, die Sie prüfen, wo Sie dann die Frage stellen, ob wirklich dieser quasi Ernstfall dann bei der Thematik, dass man sagt, also eine These sollte dann lieber gar nicht Teil eines Wissenschaftsbetriebs werden, in dem sie ernsthaft diskutiert wird, in dem auch praktisch gesagt Forschungsgeld dann dort hineingeht, es Zeitschriften für das Für und Wider gibt und so weiter. Und eine dieser Thesen sozusagen aus dem Umfeld von Sarrazin, um sozusagen das Schlagwort eines publizistischen Advokaten dieser Denkweise hier zu nennen, diese These behauptet einen Zusammenhang von Intelligenzverteilung und Verteilung der Hautfarbe. Ja, vollkommen richtig. Ich würde kurz etwas ergänzen. Es geht in den Thesen, die ich dann, also mir zuvörderst vornehme, das sind Thesen, die gibt's dann, also ich orientiere mich vor allen Dingen an der Bücher, an dem sich auch Sarrazin selbst orientiert, an The Bell Curve von Charles Murray und Richard Herrnstein. Da geht es nicht nur um einen Zusammenhang zwischen der Verteilung von Hautfarbe und der Verteilung des IQs, sondern es geht um die zusätzliche These, dass zwischen diesen beiden Verteilungen nicht nur eine interessante Korrelation gibt, sondern dass die genetisch zu erklären ist oder zumindest partiell genetisch zu erklären ist. Ne? Denn dass es erstmal diese Korrelation gibt, dafür sprechen tatsächlich viele Daten, aber es gäbe ja erstmal sehr viele Erklärungsansätze, die das ganz anders erklären, ne? Zum Beispiel durch eine ganz andere Umwelt und eine ganz andere Vorgeschichte. Herrnstein und Murray und ein bisschen macht sich das dann eben auch Sarrazin zu eigen, untersuchen aber gleichzeitig etwas, was man die Heritabilität des IQ nennt, ne? Und das ist dann wiederum ein bestimmtes Maß dafür, wie Schwankungen im IQ mit dem Grad an Verwandtschaft zusammenhängen. Ich bin ja Philosoph, was verstehe ich schon von Genetik und Statistik, aber die Debatte ist so gut aufbereitet, dass man da ganz gut einsteigen kann. Was ich hinzufüge, ist nämlich die Frage nach den Kosten. Und das ist etwas, das, glaube ich, noch nicht genug berücksichtigt ist. Ne? Denn wir müssen uns auch immer fragen, naja, wie gut müssten wir so etwas denn wissen, um tatsächlich davon ausgehen zu dürfen. Ne? Und wenn man da wieder an zum Beispiel an Kernreaktoren denkt, ne, da merkt man schon, dass man sich nicht irgendwie mit der erstbesten Hypothese zufrieden geben kann, einmal durch das Gelände laufen und sagen, ja, sieht okay aus, sondern da wird uns ziemlich klar, okay, das sollten wir jetzt sehr genau wissen, ob dieser Reaktor in Ordnung ist oder nicht. Ne? Und ich glaube, dass die Frage des genetischen Zusammenhangs von IQ und Hautfarbe, dass die ähnliche Brisanz hat. Und das ist, glaube ich, nicht oft genug betont worden. Das hat natürlich nicht zuletzt damit zu tun, was wir als Gesellschaften für Aufgaben haben, wenn uns klar wird, dass Intelligenz ungleich verteilt ist. Man könnte das einerseits einfach als ein bestehendes Unrecht deklarieren und sagen, naja, guck mal, daran sieht man mal, wie ungleich die sonstigen Verhältnisse sind, ne, und wie sehr bestimmten demografischen Gruppen da bestimmte Chancen genommen werden und bestimmte Entfaltungsmöglichkeiten genommen werden. Das wäre eine Deutung, aber wenn man sich überzeugen lässt von Herrnstein, Murray und Sarrazin, dann würde man ganz anders denken und sagen, naja, wir können natürlich versuchen, bestimmte Bildungsmaßnahmen zu ergreifen und zu tun, was wir können, um bestehende IQ-Differenzen auszugleichen. Aber wir wissen jetzt von Herrnstein und Murray, dass eine gewisse Differenz in der Natur der Sache liegt, ne, und dass da unseren Bestrebungen wirklich enge Grenzen gesetzt sind und dass wir also als Gesellschaft viel eher an einen Punkt kommen werden, wo wir sagen müssen, naja, vielleicht haben wir jetzt wirklich genug Geld verpulvert, um etwas zu ändern, was nicht zu ändern ist, und kümmern uns lieber um was anderes.
Lange Rede, kurzer Sinn, es hängt eine Menge praktisch daran. Es hängt eine Menge praktisch daran, wie man politisch richtig agieren sollte. Und deswegen sind die Standards dafür, ob wir diese These akzeptieren oder nicht, wie ich argumentiere, entsprechend hoch. Und gemessen an diesen hohen Standards sind die Belege dafür, dass es die Gene sind, in diesem Falle nicht gut genug. Ich würde gern ganz kurz noch etwas zur Machart des Buches sagen, dass sie nämlich sehr streng, aber gleichzeitig, das als philosophischer Laie dann auch so loben darf, sehr, sehr gut verständlich und klar argumentieren. Also bei dem Thema liegt es ja schon nahe, da haben wir auch alle unsere Bauchgefühle, dass man sich von denen leiten lässt und man merkt ihnen eben an, dass sie eben hier besonders streng und klar vorgehen wollten und eben Schritt für Schritt verständlich machen, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen, weswegen auch zum Beispiel diese Abwägung dann, dieser Kosten, sie wägen im Grunde dann auf beiden Seiten ab, wenn das eine wahr wäre und wie das andere wahr wäre, wie sähe das mit den praktischen Kosten aus? Und auch da versuchen sie das sozusagen so genau wie möglich auszutarieren, dass man eben wirklich so nah wie möglich so einer Vorstellung kommt. Man weiß genau, was man da vergleicht in den beiden Seiten der Waagschale. Jetzt hätte ich aber dann doch auch noch eine Rückfrage zu dem, was Sie bei dem Thema gesagt haben. Ja, könnte man ja sagen, wenn die Belege einfach noch nicht dicht genug sind, dann heißt das natürlich, Bildungspolitik etwa darf nicht auf the bell curve gestützt werden. Aber Sie gehen ja schon in Ihrem Buch dann weiter, sonst wäre es ja kein Fall für die Frage der Grenze der Wissenschaftsfreiheit. Sie sagen ja eigentlich schon, also eine Gastprofessur jetzt für Charles Murray mit der Einladung, The Bell Curve vorzustellen, würde schon auch ein wissenschaftsmoralisches Problem und eigentlich auch eine Frage, wie ernsthaft betreibt die Einladeinstitution diese hypothetische Wissenschaft. Jetzt könnte man aber ja sagen, wenn die Belege noch nicht gut genug sind, dann sollen eben Murray und die Wissenschaftler, die das halt für plausibel halten, dann sollen die halt noch ein bisschen weiterarbeiten. Dann sollen die halt noch ein bisschen forschen, müssen sie halt gucken, wo sie die Mittel dafür herbekommen. Und dann sind vielleicht in ein paar Jahren die Belege besser. Warum gehen Sie aber diesen einen Schritt weiter und sagen, man hat hier schon Gründe zu sagen, diese ganze Erörterung dieser Hypothese passt eigentlich nicht wirklich in die Wissenschaft? Also zweierlei. Erstens, Sie haben vollkommen recht. Ich kann hier nicht sozusagen a priori und aus dem philosophischen Lehnstuhl und nur gestützt auf meine moralischen Überzeugungen natürlich ausschließen, dass es auch für solche problematischen Thesen nicht bessere Belege geben könnte. Das wäre ja auch irgendwie aberwitzig und das wäre letztlich auch ein Fall dieses moralistischen Fehlschlusses, vor dem ich warne. Kritik an Murray und Herrnstein ist trotzdem schon jetzt berechtigt, einfach weil sie sich die Zeit eben nicht genommen haben. Ich würde aber sagen, und das ist tatsächlich genau der Schritt weiter, den mein Buch zumindest in Ansätzen geht, ich würde sagen, dass schon das Verfolgen einer Forschungsfrage selbst bestimmte Ansprüche erhebt. Wann ist es überhaupt angemessen für einen Wissenschaftler, eine Frage als offen zu behandeln? Und die Normen, die da erörtert werden, die besagen eben, dass es da eine beträchtliche Unsicherheit geben muss und sozusagen einen begründeten Anfangsverdacht. Und wenn jetzt WissenschaftlerInnen Energie darauf verwenden und auch Forschungsgelder beantragen, Forschungsgelder darauf verwenden, diese These Herrnsteins und Murrays weiter zu beforschen und weiter bestätigen zu wollen, dann legen sich zumindest darauf fest, dass der Anfangsverdacht groß genug ist, ne? Dass zumindest die Aussichten darauf, es da mit einer wahren Hypothese zu tun haben, so groß sind, dass sich diese Mühen lohnen. Und das versuche ich ebenfalls in diesem Kapitel anzudeuten. Schon das scheint mir überzogen zu sein. Ne? Es spricht einfach zunächst einmal so viel Offenkundiges für eine ganz andere Erklärung der IQ-Differenz, dass es zunächst mal vollkommen abwegig wäre, ein Forschungsprogramm zu initiieren, dass eine ganz andere und zunächst einmal nicht sehr naheliegende Erklärung der Hypothese ausprobiert. Ich würde zum Abschluss gerne den Versuch machen, dann auch zu einer schwierigen Frage unserer derzeitigen öffentlichen Diskussionen, wo auch Universitäten und Wissenschaft betroffen sind, sie einfach mal zu fragen, vielleicht so eine kleine umrisshafte Einschätzung zu geben, und zwar beim Thema des Nahostkonfliktes. Da hat es ja auch verschiedene immer wieder Streit gegeben, Dinge wurden abgesagt und so weiter. Und auch da kann man ja dann bei einzelnen Thesen, die vertreten werden, eben sich auch fragen, ist das eigentlich noch im Rahmen der Wissenschaft? Dann in Ihrem Sinne, gibt es da überhaupt einen Ansatzpunkt,
etwas rausfinden zu wollen. Jetzt einfach mal in dem Sinne, wie man, damit wir verstehen, wie Sie mit Ihren Mitteln hier so in dieser schwierigen Frage sich nähern würden. Wenn wir den Satz nehmen, Israel ist ein Apartheidstaat, und dieser Satz wurde formuliert von einem Professor des öffentlichen Rechts oder der Politikwissenschaft, der jetzt also auf den ersten Blick jedenfalls nicht unzuständig ist, sich über die Eigenschaften von Staaten und auch die Kategorie der Apartheid zu äußern. Wie würden Sie an einen solchen Satz und die Frage, wie ist er moralisch zu bewerten, ist da möglicherweise doch Grenze der Wissenschaftsfreiheit mit einer solchen Äußerung überschritten? Wie würden Sie daran gehen? Mit genau den Mitteln, die wir besprochen haben. Ich muss selber sagen, ich finde es vollkommen legitim, auch dieses Thema sozusagen in den Anwendungsbereich meines Buches zu rücken. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich genau in diesem Thema die Kosten, die drohen auf beiden Seiten, so offenkundig sinnfällig finde, dass ich es tatsächlich wahnsinnig schwer tue, auch nur eine einigermaßen gefestigte Position hier einzunehmen. Es gibt einfach wahnsinnig viele Fragen, bei denen ich den Eindruck habe, dass die Kosten auf beiden Seiten, also die Irrtumskosten sowohl, wenn wir eine These akzeptieren, als auch die Kosten, wenn wir eine These irrtümlicherweise zurückweisen, dass sie mir so erdrückend zu sein scheinen, dass in ganz vielen Fragen eher so etwas wie eine Urteilsenthaltung angezeigt zu sein scheint. Die Frage, ob Israel ein Apartheidsstaat ist insofern schwierig, weil es ja eben eine partiell normative Frage. Es ist ja nicht so, als hätte irgendjemand irgendwann mal eine Liste rein deskriptiver Kriterien entworfen, die müsste man nur abhaken und dann könnte man feststellen, ob es sich um einen Apartheidsstaat handelt, sondern in dem Ausdruck Apartheidsstaat schwingt ja ganz viel davon mit, ob man bestimmte Beschränkungen, die dort herrschen und bestimmte Verhältnisse, die dort herrschen, ob man die für gerechtfertigt hält oder nicht. Und insofern ist es doch noch mal was deutlich anderes als Thesen über den Zusammenhang von IQ und Genetik. Und gleichzeitig ist es dann aber etwas, wo ich sagen würde, dass es auch etwas schwieriger ist, die Grenzen der Wissenschaftlichkeit hinter sich zu lassen. Einfach deswegen, weil man dem Kollegen, den Sie zitieren, zugutehalten muss, dass auch er da sozusagen in einem Bereich unterwegs ist, in dem er eben eine klarerweise auch als solche intendierte normative Aussage getätigt hat. Und das darf man dann moralisch kritisieren und das wäre jetzt auch zunächst mal mein Impuls durchaus. Aber damit ist noch nicht die Wissenschaftlichkeit der These in Frage gestellt, glaube ich, weil die sich eben selbst bereits in einem Bereich verortet, in dem es moralisch kontrovers zugehen sollte und moralisch kontrovers zugehen darf. Da müsste man sich dann tatsächlich die konkrete Begründung des Kollegen ansehen und schauen, ob die Gründe tragfähig sind oder ob da wirklich in irgendeiner dingfest zu machenden Weise fahrlässig agiert wird. Aber der These als solcher kann man das, glaube ich, so noch nicht ansehen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Henning. Derzeit sind noch Semesterferien, aber bald geht die Vorlesungszeit wieder los und wir werden sicherlich weitere Konflikte auf dem Feld von Wissenschaftsfreiheit und Moral erleben. Und Ihr Buch kann einem da wertvolle Dienste leisten, gerade indem es eben einem das Denken nicht abnimmt. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Das hat mich sehr gefreut. Unser gerechtes Urteil kommt heute vom Oberlandesgericht Oldenburg. Das Gericht hatte über einen Fall zu entscheiden, den viele Rechtsanwälte unseren Zuhörern so oder so ähnlich vielleicht schon mal selbst erlebt haben. Da bin ich mir sehr sicher, denn es geht um die spannende und durchaus praxisrelevante Frage der Online-Bewertung von Anwälten auf Google oder anderen Bewertungsplattformen. Da gibt es ja einige. Herr Barners, was war denn hier in unserem Fall konkret passiert? Der Beklagte stand mit einem Unternehmen in einer Geschäftsbeziehung. Es gab dann rechtliche Bedenken zu einer Rechnung und er griff kurzerhand zum Telefonhörer und dachte, er ruft direkt einmal die Anwältin seines Geschäftspartners an, um diese Bedenken aus dem Weg zu räumen. Allerdings ist dieses Telefonat dann aus seiner Sicht nicht allzu erfreulich verlaufen, denn anschließend gab er der Rechtsanwältin auf Google eine Ein-Stern-Bewertung und garnierte sie mit dem denkbar knappen Kommentar Nein. Die betreffende Anwältin ihrerseits war davon wiederum wenig begeistert und klagte auf Unterlassung. Ja, und die passende Anspruchsgrundlage für diese Klage dürfte dem einen oder anderen aus dem Jurastudium noch bekannt sein. Es handelt sich nämlich um den sogenannten quasi negatorischen Unterlassungsanspruch. Und wir erinnern uns kurz,
Das ist ein von der Rechtsprechung geschaffener Anspruch, der sich auf § 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB analog in Verbindung mit § 823 BGB stützt. Ja, und analog deshalb, weil § 1004 eigentlich nur vor Eigentumsverletzungen schützt, daneben aber natürlich auch noch andere Rechtspositionen beeinträchtigt werden können, die dann eben wiederum von § 823 geschützt werden. Deswegen diese Verbindung dieser beiden Ansprüche. Ja, und hier im Fall berief sich die Anwältung auf ihr Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Und sie war mit dieser Klage auch erfolgreich, zunächst jedenfalls. Das Landgericht Oldenburg folgte ihrer juristischen Würdigung in der ersten Instanz und verurteilte den Beklagten dazu, die Google-Bewertung zu löschen und ihre Wiederholung zu unterlassen. Jetzt hat sich das Oberlandesgericht als Berufungsgericht mit dem Fall beschäftigt und das Urteil teilweise geändert. Genau, und zwar in der Art, dass der Beklagte nur solche Bewertungen unterlassen muss, in denen er nicht ausdrücklich darauf hinweist, dass kein Mandatsverhältnis zu der Anwältin bestanden hat. Denn wir erinnern uns kurz, in dem Fall hatte der Beklagte ja nicht seine eigene Anwältin, sondern die seines Geschäftspartners negativ bewertet. Und genau auf diesen Umstand hätte er in seiner Bewertung hinweisen müssen. Was war der Grund für das Gericht, diese Korrektur vorzunehmen? Ja, das Gericht hat in seiner Entscheidung betont, dass das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zunächst einmal ein offener Tatbestand ist. Das heißt, der konkrete Inhalt und die Grenzen des Anspruchs können sich immer nur aus einer Abwägung der im jeweiligen Einzelfall kollidierenden Interessen ergeben. Und bei dieser Abwägung müssen dann auch die Grundrechte der betroffenen Person einbezogen werden, was im Zivilrecht ja eher die Ausnahme ist. Die Grundrechte, lassen Sie mich raten, es wird ja höchstwahrscheinlich die Meinungsfreiheit des Beklagten gewesen sein. Ganz genau ist es, denn dass eine Google-Bewertung immer auch Meinungselemente hat und eine Meinungsäußerung darstellt, liegt, denke ich, auf der Hand. Das Gericht hat in seiner Entscheidung dann auch klargestellt, dass das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb wegen der hohen Bedeutung eben der Meinungsfreiheit in der Regel auch hinter dieser zurücktritt, in der Regel zumindest. Ein Stichwort, das ich noch aus dem Studium kenne und das man hier zum Beispiel in einer Klausur wunderbar einbauen könnte, ist die schlechthin demokratiekonstituierende Wirkung der Meinungsfreiheit, hinter der eben das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb in den meisten Fällen zurücktritt. Jetzt ist es aber so, dass die Meinungsfreiheit trotz ihrer hohen Bedeutung für unsere Demokratie auch nicht uneingeschränkt gilt, sondern zum Beispiel dort ihre Grenzen findet, wo es sich um reine Schmähkritik oder Beleidigung handelt. Ja, und da kann man natürlich leider bei Online-Bewertungen sicherlich aus dem Vollen schöpfen, was abschreckende Beispiele angeht, dafür, dass Internetnutzer sich im Ton vergreifen. Aber da ist ja hier der Nicht-Mandant oder Nicht-Klient, der sie dann trotzdem bewerten wollte, dieser Anwältin etwas vorsichtiger vorgegangen. Und insofern kann hiervon das Gericht ja wohl in unserem Fall nicht ausgegangen sein, denn ein schlichtes Nein hat ja als solches noch nichts Beleidigendes, ist ja nur das verbale Äquivalent eines Kopfschüttelns. Ganz genau so ist es. Das Gericht hat in seiner Abwägung dafür aber auf die hohe Bedeutung von Online-Bewertungen für Anwälte hingewiesen. Denn das muss man ja auch in der Abwägung berücksichtigen. In der Praxis ist es ja so, dass die Bewertungen in erster Linie von Personen gelesen werden, die auf der Suche nach einem Anwalt sind. Und wenn man dann im Internet auf eine Bewertung stößt, vermutet man ja auch als Internetnutzer, dass die Bewertung von einer Person stammt, die in Berührung mit der Leistung der Anwältin oder des Anwalts gekommen ist. Andernfalls macht so eine Bewertung ja auch wenig Sinn. Und das Gericht hat in dem Zusammenhang klargestellt, dass grundsätzlich auch ein einmaliges Telefonat mit der Anwältin der Gegenseite ausreicht, um eben hinreichend qualifiziert, sage ich mal, zu sein, um eine Bewertung vornehmen zu dürfen. Dass man danach also sozusagen, eben qualifiziert genug ist, weil man aber doch nur diesen sehr eingeschränkten Berührungskontakt mit den Leistungen des betreffenden Anwalts hat, muss man in der Bewertung eben auch ganz ausdrücklich auf diesen Umstand hinweisen, damit die lesenden Internetnutzer sozusagen diese Bewertung auch dementsprechend richtig einordnen können. Transparenz ist hier also das entscheidende Stichwort. Das ist eine Einschränkung, die, wie ich finde, man schon deshalb gut nachvollziehen kann, weil es in gewissem Sinne ja auch jetzt zumindest als Nebeneffekt
dann so auf ein Minimum von Verbraucherschutz hinausläuft. Vielleicht ist man naiv als Leser von Bewertungen im Internet, die verschiedenen Zwecken dienen können, die auch einfach Meinungsäußerungen sind im Sinne von Leute wollen mal Dampf ablassen. Aber trotzdem kann die Erwartung ja auch nicht vielleicht völlig weltfremd sein, dass Leute, die Restaurants bewerten, dort gegessen haben oder die sich über Anwälte äußern, eben deren Dienst in Anspruch genommen haben. Hier hätte also dieser Herr, wenn es ein Herr gewesen ist, angeben müssen, dass sein Nein sich eben nicht auf Dienstleistungen ihm gegenüber bezogen hat. Ja, interessante Sache. Warum haben Sie das Urteil als gerechtes Urteil hier für unsere Rubrik ausgewählt? Ich finde persönlich, dass die Entscheidung einfach alles hat, was so ein gerechtes Urteil bei uns im Podcast auszeichnet. Zum einen, ganz genau wie Sie es gerade gesagt haben, ist die Entscheidung inhaltlich meiner Ansicht nach überzeugend und gerecht. Besonders gefallen hat mir da wirklich die ganz differenzierte Argumentation des Oberlandesgerichts, die wirklich die jeweiligen Interessenpunkte ganz differenziert herausgearbeitet und kleinteilig gegeneinander abgewogen hat. Zum anderen hat der Fall natürlich eine hohe Bedeutung für die anwaltliche Praxis. Wir haben es eingangs schon angesprochen. Rechtsanwälte werden im Internet sehr, sehr oft bewertet und genau diese Bewertungen wirken sich ganz erheblich auf den Ruf einer Kanzlei und auf den unternehmerischen Erfolg der Anwälte aus. Ja, und dass durch die Entscheidung jetzt etwas mehr Rechtsklarheit herrscht, was sozusagen der zulässige, abgesteckte Rahmen für Bewertung ist, dürfte ein Gewinn für alle sein, sowohl für Anwälte als auch für potenzielle Mandanten, die eben auf der Suche sind. Und ja, dann ganz zum Schluss hat der Fall natürlich auch noch eine hohe Prüfungsrelevanz. Ich habe ihn gerade schon angesprochen, der quasi negatorische Unterlassungsanspruch in Verbindung mit dem Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Das ist ein echter Leckerbissen für jeden Prüfer in Klausuren und im Examen. Da kann man wunderbar abprüfen, ob der Prüfling eben mit dieser doch eher etwas exotischen Anspruchsgrundlage vertraut ist und dann auch noch juristisch sauber argumentieren kann. Deshalb also vollkommen zu Recht das gerechte Urteil in dieser Woche. Wir sind nun am Ende unserer Sendung angelangt. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder Rückmeldungen oder Themenideen für unseren Podcast einreichen möchte, kann sie gerne an Einspruchpodcast in einem Wort @faz.de schicken. Die Hörerfrage senden Sie bitte als Sprachnachricht. Ja, und da möchte ich noch kurz auf unseren Instagram-Auftritt aufmerksam machen. Sie finden uns dort unter faz.einspruch und unter frankfurterallgemeine.de/referendariat finden angehende Referendare auch alle Informationen rund um ein Referendariat im Justiziariat der FAZ. Da haben Referendare natürlich auch die Möglichkeit, sich bei uns in der Einspruchredaktion einzubringen. Ja, Herr Barners, für heute bedanken wir und ich uns für das Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.